Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr könnt es noch nicht sehen, aber vielleicht ahnt ihr es. Das ist der zweite Teil. Von mein großes Lego-Konvolut. Auf jeden Fall gibt es dazu auch eine Playlist. Und hier haben wir eine schöne Mappe voll mit Anleitungen. Und die gehen wir jetzt einfach dann Stück für Stück durch. Hier oben haben wir natürlich wieder ein paar meiner Highlights, aber ich komme die Mappe jetzt einfach weg. Und dann zeige ich euch einfach Stück für Stück die Anleitung. Genau, als erstes haben wir hier die 6016, ein Lego Ritter Set. Auch sehr schön. Oben haben wir, wie gesagt, ein paar meiner Highlights, weil ich sie schon mal sortiert habe. Hier 6235, auch ein tolles Set. 6234, Pirat auf dem Floß. Haben wir 6245. Hier haben wir die 6260. Ja, es wird ein langes Video, weil ich zeige euch wirklich, glaube ich, jede Anleitung. Hier haben wir die 6833. Dann haben wir hier die 6821. Das sind so die Space Sets, die hier dabei sind. Dann haben wir die 6846. Ein weiteres Space Set. Dann haben wir die 923, auch ein Space Set. Dies ist wahrscheinlich nicht vollständig. Ich habe die blaue Scheibe nämlich noch nirgends gesehen, diese große lange. Aber mal sehen, wie weit wir bei den Sets kommen. Dann haben wir hier diese kleinen baubaren Dinos falsch gefaltet. Einmal die 5952. Und dann haben wir noch einmal die 5953. Ja, finde ich auch ganz cool. Dann eins meiner weiteren Highlights von Lego System, die 9256. Die Insulaner. Auch ein sehr schönes Set. Dann kommen wir natürlich zu einem Katalog, der hier dabei war, 1991. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, in welche Richtung so die Sets gehen werden. Wie gesagt, meine Highlight-Sets kommen zum Schluss. Hier haben wir einmal den 4,5 Volt Motor, die Anleitung dafür. Hier haben wir auch noch mal was für den 4,5 Volt Motor. Ja, ist in Ordnung. Dann haben wir hier einmal die 6673, das Flugzeug. Habe ich tatsächlich sogar schon. Habe ich dann jetzt zweimal. Ja, die kaputten Anleitungen zeige ich euch mal nicht. Die muss ich nämlich kleben können, nur Lust ist, die auseinanderfallen. Und hier haben wir ein sehr schönes Set. Habe ich euch letztens vorgestellt. Mir haben aber ein paar von den roten Dachbalken gefehlt, aber in dem Konvolut sind einige drinne. Und ja, da kann ich das dann komplettieren. Und das ist die 6349. Ein wirklich schönes Set. Wie gesagt, habe ich ja schon mal vorgestellt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Sets, die ich alle noch nicht habe. Die 5, die, nee, 6533. Dann haben wir hier die 6608. 6634. 6, nee, 4666. Aus der Jack-Stone-Reihe mit diesen großen Figuren. Ist auch schon komplett aufgebaut, aber ich mag es nicht. Ich werde es verkaufen. Hier haben wir ein Müllauto mit Kippfunktion. Und zwar die 6668. Ein Speedboot, die 6679. Hier haben wir ein Feuerwehrauto mit Drehleiter, die 6593. Das ist ein sehr durchmischtes Konvolut, muss ich sagen. Dann haben wir hier die 6650. Noch ein Feuerwehrauto. Die 6358. Das haben wir tatsächlich mal was anderes. Und zwar ein Feuerwehrboot. Und zwar die 4020. Auch ein sehr cooles Set. Die Moped oder Motorradwerkstatt.
Und zwar die 6373. Dann kommen wir zu einem Rallye-Set, das ist die 6381. Dann haben wir ein 9-Volt-Set, und zwar die 6440. Dann kommen wir zu einem Light-and-Sound-Set, und zwar die 6482. Von dem ist die Anleitung tatsächlich auch zweimal da. Einmal habe ich es schon grob in den Teilen gesehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich zweimal dabei ist. Fände ich auf jeden Fall lustig. Genau, ein weiteres Light and Sound Set. Das ist das Feuerwehrauto hier. Das ist die 6480. Dann kommen wir zu einem sehr schönen Set. Der Oktantanklaster. Einer der vielen, gibt es auch einige tatsächlich. Da haben wir die 6594. Dann haben wir hier einen Kipper. Ich glaube, der ist sogar zweimal dabei. Mal schauen, wie oft der am Ende auf dem Tisch steht. Die 6625. Habe ich das richtig? 6652, Entschuldigung. Zahlendreher passieren auch ab und zu mal. Dann haben wir hier die 6360. Irgendein kleines Haus mit Garten. Putzig. Dann haben wir einige Anleitung in diesem Format. Hier einmal die 6356, ein Krankenflieger, dann ein Legolaster. Die erste Ziffer kann ich leider nicht erkennen, aber der ist auch schön. Dann haben wir hier zweimal die 6657. Hier ist übrigens das zweite Mal. Oh, und hier unten ist übrigens der Sticker. Also Aufkleber für das eine Light and Sound Feuerwehrauto. Wie der da drauf kommt, fragt mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann einmal die 6603. Ein weiteres Müllauto. Müllautos kann man ja auch nie genug haben. Und auch ein sehr schönes Set ist dieser Kran hier. Die 6361. Dann kommen wir zu einem Set mit Pferden. Das ist die 6359. Ja, wahrscheinlich zum hinten draufstehen oder so, kutschenmäßig, mit Anhänger und Auto. Naja, gut. Ein gelber Helikopter, und zwar die 6697. Auch schön. Dann haben wir hier ein Abschlepper, die 6656. In komplett blau gehalten. Das Boot ist auch in Ordnung. Gefällt mir. Dann haben wir ein Set, was auch klein und putzig ist, und zwar die 6689. Jetzt nicht so mein Highlight, aber auch schön. Dann haben wir hier die 6694. Ein Camper. Also ein Auto mit Wohnwagenanhänger. Ein weiteres Schiff, die 4025. Ist wahrscheinlich nicht enthalten. Mal schauen. Dann haben wir ein weiteres Feuerwehrset. Die 6690. Dann haben wir hier ein Helikoptertransporter. Und zwar haben wir hier die 6357. Dann haben wir hier die 6683, ein Imbiss. Dann haben wir hier die 6691, ein weiterer Krankentransporter Helikopter. Dann haben wir einen etwas komisch aussehenden Betonmischer. Und zwar die 6682. Und dann haben wir hier das letzte in diesem Format von der Anleitung, die 6363, eine Autowerkstatt. Dann geht es aber auch schon weiter, kurz den Stapel wegräumen, mit den großen Anleitungen. Hier, Lego Basic, die 735. Dann haben wir Lego City World, mal was Neueres, die 7034. Dann haben wir hier Lego System, da brauche ich jetzt immer die Setnummer, 6517, eine Feuerwehrwache, nicht zu verübeln. Dann haben wir hier eine Oktantankstelle, und zwar die 6397, auch schön. Und wir haben auch eine Feuerwehrwache dabei, eine Polizeiwache dabei,
Darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar die 6398. Hier haben wir jetzt ein kleines Wohnhaus. Darf auch nicht fehlen. Und zwar die 6374. Also ihr merkt schon, eigentlich hat alles eine 63 vorne dran oder eine 66. Und dann haben wir hier die 6384, eine weitere Polizeistation. Sie sehen schon die zweite hier drin. Aber gefällt mir. Ja, kurz mal gucken. Hier haben wir die 6391. Ein Transportunternehmen, würde ich sagen. Hier haben wir einen weiteren Teil der Rennstrecke, und zwar die 6395. Also sehr 63-lastig das Ganze, aber es ist doch schön. Hier haben wir auch was Baustellen, Transportmäßiges mit Garage. Und zwar die 6383. Dann haben wir hier noch ein kleines Basic-Set. Und zwar die 525. Dann haben wir hier ein kleines Lego-System-Set. Da finde ich jetzt keine Bauanleitung, keine Ding. Keine Nummer für, aber das ist irgendwie so ein Traktor. Na gut. Dann haben wir hier noch die 377. Eine Shell-Tankstelle, eine alte. Dann die 6678. Ein Bagger. Und dann haben wir hier die Snackbar. Die 675. Und jetzt lege ich euch einmal kurz nach da unten, um meine Highlight-Anleitung rauszukramen und hier einmal kurz Chaos, das Chaos aufzuräumen. Weil die Anleitung war tatsächlich minimal sortiert, aber nur nach Größe und nicht nach Sets. Aber selbst das ist egal. Weil gleich kommen meine Highlight-Anleitungen. Aber schreibt mir doch gerne auch mal in die Kommentare, was jetzt euer Highlight aus diesem Anleitungschaos war. Vielleicht habt ihr ja ganz andere Highlights als ich. Ich bin mehr so auf ja, Ritter, Piraten, alte Klassiker von Lego. Mag aber auch alles andere tatsächlich gerne. Aber tatsächlich kann es ja sein, dass ihr ein anderes Highlight habt. Übrigens, ich habe eigentlich kein Star Wars Set in dem Ganzen gefunden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann kommen wir hier auch schon zum nächsten Teil. Katalog legen wir mal hier hin. Einmal. Ja, jetzt kommen wirklich meine Highlights. Und zwar die Ritter. Hier haben wir einmal die 6054. Das V ist mein Versteck. Von dem haben wir tatsächlich eine Neuauflage gekriegt, wenn ich mich nicht täusche. Oder es war das andere Set, was ich auch habe. Hier haben wir auf jeden Fall die 6011. Dann haben wir hier die 6035. 6010. Dann haben wir hier die 6039. Die 6039 nochmal. Dann haben wir die 6061. Dann haben wir hier die 6067. Und dann haben wir ein etwas größeres Burgstück, und zwar die 6074. Dann haben wir kurz als Teaser, was hier drin sein könnte. Genau, und jetzt hier noch kurz als Teaser, was die letzten zwei Sets sein könnten. Vielleicht sagt euch das ja was. Und wenn euch das nicht sagt, ist es ja vielleicht das hier das, was euch was sagt. Zwei Blatt Papier. Unscheinbar, aber ey, ich würde sagen aussagekräftig. Und zwar haben wir hier einmal die 6549. Und ich nehme euch kurz mit. Wir haben einmal die 4547. So, anhand der Setnummer könnt ihr jetzt natürlich auch sehen, was es ist. Ein Teil von Metroliner. Und ja, ich habe die Anleitung von Metroliner nicht. Aber der Metroliner ist im Aufbau tatsächlich. Ich kann es euch mal kurz etwas zeigen. Da. Mehr zeige ich euch jetzt aber nicht. Genau. Den bin ich gerade am Aufbauen. Und tatsächlich gibt es noch ein Set, wo ich doch die Anleitung dafür jetzt aktuell gerade habe. Und zwar auch im Aufbau befindet sich die 6066. Genau.
nächsten Video werde ich euch, was werde ich euch im nächsten Video zeigen? Entweder die Steine oder die Figuren, aber ich glaube, ich zeige euch eher die Kiste mit Figuren und Figurenzubehör und sowas. Und im übernächsten Video zeige ich euch dann halt schon mal einen Teil der Steine und dann übernächsten auch Steine und dann langsam die ganzen Sets, die ich aufgebaut habe. Aber genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist etwas länger geworden, aber das ist ja eigentlich egal. Mir fällt auch auf, ich habe in einem scheiß Format gefilmt. Aber haut rein, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich haue ich am Freitag ein Video zu meinem Jurassic Mod raus. Ich bin ja ein bisschen am Umbauen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich so viel Zeit haben werde. Weil ab Montag ist bei mir wieder Schule. Bei euch vielleicht auch. Und erste Schulwoche wird ein bisschen stressiger. Aber wahrscheinlich wird am Freitag ein Video zum Jurassic mal kommen. Und halt am Sonntag wieder ein Teil vom Lego Convolut, was ich euch zeige. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, falls ihr Bock auf ein Livestream habt. Ihr könnt live den Metroliner bauen. Dafür müsste ich mir jetzt erst noch die anderen Teile aus dem Convolut klauen. Aber ich würde es für euch machen. Macht's gut, bis dann. Ciao.